Rennradfahren, wie sitzen wir richtig auf dem Rennrad drauf, dass wir nicht die Hände einschlafen oder der Nacken sich verspannt? In diesem Video schauen wir uns mal ein bisschen die Haltung auf dem Rennrad an. Hi, hier ist der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und in diesem Video wollen wir uns mal ein bisschen die Haltung oder Sitzposition auf dem Rennrad anschauen. Ganz viele fangen ja mit dem Rennradfahren an und haben erstmal das Gefühl, sie müssen sich durchbeißen, weil irgendwas beim Fahren wehtut. Ja. Klar, ganz wichtig ist der richtige Sattel. Da haben wir schon viele Videos zu gemacht. Schaut euch das mal ein bisschen in unserem YouTube-Kanal an. Richtige Sattelbreite ist entscheidend. Also gehen wir jetzt mal in diesem Video aber mal von aus, dass du den richtigen Sattel schon ausgewählt hast. Dann ist noch ganz wichtig, dass du weißt, dass es verschiedene Arten von Rennrädern gibt. Es gibt die ganz sportiven Arten, aber es gibt auch so eher die spaßorientierteren, komfortableren Rennräder mittlerweile. Schauen genauso aus wie ein Rennrad. Also schau dir das hier an, das ist ein ganz klassisches Rennrad, aber wir haben mal eine etwas veränderte Sitzstrebe. Wir haben so, dass du ein bisschen komfortabler ein Rad bist, durch einen Flex. Wir haben etwas kompaktere Bauweise, dass du nicht ganz so gestreckt auf dem Rad drauf sitzt. Also es gibt ein paar Möglichkeiten seitens der Geometrie, dass du von Anfang an ein bisschen entspannter auf dem Fahrrad drauf sitzt. Jetzt schauen wir uns ein bisschen hier eher den Lenker an. Ja, meine nicht passende Rennradkleidung einfach nicht beachten. Wir haben den Rennradlenker und den Rennradlenker können wir auf verschiedene Arten greifen. Von vielen Spaß- oder Komfortfahrern eher hier gegriffen, was aber gefährlich ist, weil wir nicht an die Bremsen rankommen. Dann die zweite Position ist meistens hier am Lenker, wo wir jetzt bremsen und schalten können. Und die dritte Position ist hier unten am Lenker. Und jetzt seht ihr vielleicht schon, dass dieser Lenker katastrophal eingestellt ist. Das heißt, ich freue mich mal ins Bild rein. So. Wir rutschen hier runter, wir sind stark geknickt von den Handflächen, weil der Lenker fast nach oben geht. Ja, also wenn wir jetzt hier diesen Winkel anschauen, dann steht er nicht parallel zum Boden, sondern er geht leichten Winkel nach oben. Das funktioniert hier oben einigermaßen ganz gut, aber hier unten an der Biegung ist es super unangenehm und wir rutschen hier auch von runter. Es gibt viele, die empfehlen, gerade zu fahren oder was noch besser wäre, eine leichte Biegung nach unten. Das heißt, parallel einstellen und dann ein bisschen abkippen, dann können wir hier unten deutlich besser greifen, als es jetzt eingestellt ist. Bei den Brems-Schalt-Kombinationen, also hier, wo wir bremsen und schalten, sollten wir schauen, dass dieser Übergang hier möglichst gut funktioniert. Wir haben ein paar, die haben das Lenkerband selber gemacht und haben hier eine böse Kante drin und das kann auf längere Sicht richtig gefährlich wehtun. Gefährlich, aber es kann richtig wehtun, richtig unangenehm sein, auch mal mit Handschuhen fahren. Also wenn du hier eine Kante drin hast oder auch hier sich irgendwo das Lenkerband wölbt oder so, dann kann das böse wehtun. Ja, also achtet darauf, dass das Lenkerband A richtig gewickelt ist. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht. Und dass Sie hier einen möglichst guten Übergang haben. Genau. Ihr solltet gut rankommen. Es gibt ja die Möglichkeit, hier die Bremsgriffe auch von der Position zu verändern. Schaut, dass ihr mit den Hebeln, mit den Fingern gut an die Hebel rankommt, dass ihr da auch nicht euch überstrecken müsst in irgendeiner Form. Ansonsten meine Empfehlung, schaut, dass ihr entspannt auf dem Fahrrad drauf seid. Es gibt ein paar, die nicht oft Rennrad fahren, die aber meinen, sie müssen da super sportlich sein, am besten hier so auf dem Fahrrad drauf sitzen, ja, am besten noch weiter und dann kommen sie aber nicht so weit damit. Ich empfehle jedem, der einfach Spaß am Rennrad haben möchte, möglichst entspannt auf dem Rad drauf sitzen. Achtet ein bisschen darauf, wie euer Körper sich verhält. Ja, wenn ihr merkt, ihr müsst unheimlich viel das Becken abkippen oder so, dann stimmt irgendwas mit eurer Sattelposition oder auch Sattelbreite nicht. Und wenn ihr merkt, ihr verspannt hier komplett, dann kann es auch sein, dass ihr vielleicht die falsche Lenkerbreite drauf habt. Ja, also weil es gibt verschiedene Lenkerbreiten und wir haben öfter mal schon Kunden gesehen, die einfach sich ein Rad gekauft haben und da war dann so ein Lenker drauf. Das kann dann beim Rennradfahren ein bisschen unangenehm werden. Wir haben noch einen kleinen Tipp und zwar gibt es Vorbauten, die sind hier gefedert. Ja, da könnt ihr in der Beschreibung mal reinschauen, wir haben ein Video gedreht zu einem gedämpften, also nicht gefedert, sondern gedämpften Vorbau. Das heißt, dass dieses Teil hier sich leicht bewegen lässt und das ist beim Rennrad, wo du ja keine Federelemente, also keine Federgabel, keinen Sattelschutz drin hast in der Form, entspannt es nochmal den kompletten Schulterbereich, Arme und Hände, wenn die Fahrunebenheiten über diesen Vorbaudämpfer ausgeglichen werden. Genau, das wären jetzt auch mal ein paar Tipps zum Thema die richtige Haltung auf dem Rennrad.
Und natürlich bin ich gespannt auf euer Feedback. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr macht, um komfortabler, entspannter auf dem Rennrad zu sitzen. Vielleicht gibt es irgendwie einen sehr, sehr guten Geheimtipp, den ihr teilen wollt. Aber das waren so die Basics, die wir sehr häufig haben, die einfach nicht, die sind, natürlich sind nicht dafür gedacht, um gesagt, effizienter oder noch schneller oder noch besser zu fahren in irgendeiner Form, aber es geht darum, Spaß zu haben beim Fahrradfahren. Und ich bringe das krasseste Rennrad nichts und die mega sportliche Haltung auf dem Rad nichts, wenn ihr einfach euch quälen müsst in irgendeiner Form. Deswegen ganz wichtig, schaut euch den Sattel von der Form an. Wir haben dazu mehrere Videos gedreht, aber ganz wichtig vielleicht auch unser Videokurs, wo es um die Schmerzen beim Fahrradfahren geht. Schaut euch die Haltung auf dem Fahrrad dran. Und wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Schmerzen habt, dann geht in ein Fahrgeschäft, die so einen Scanner haben, wo ihr euch ausmessen lassen könnt. Weil ganz wichtig, auch die Rahmengröße muss passen, ja, muss passend sein. Und ihr könnt einstellen, so viel ihr wollt. Wenn das nicht passt, dann wird es schwierig. Ja, ich freue mich auf euer Feedback. Schaut euch, schreibt in die Kommentare. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dann.